Sie gehen davon aus, dass der Kurs einer bestimmten Aktie weder stark ansteigen noch stark fallen wird und möchten aus dieser Seitwärtsentwicklung des Kurses eine positive Rendite erzielen? Dann könnte eine Aktienanleihe womöglich das richtige Produkt für Sie sein. Unabhängig von der Kursentwicklung einer zugrunde liegenden Aktie erhalten Sie in der Regel einen festen Zins per anno. Die Art und Weise der Rückzahlung und deren Höhe, ob also eine Geldzahlung erfolgt oder der Anleger Aktien geliefert bekommt, hängt allerdings von der Kursentwicklung der Aktie ab und entscheidet sich am Laufzeitende. Anleger sollten beachten, dass im Falle der Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten bei der Aktienanleihe auch ein Totalverlust eintreten kann. Wie eine Aktienanleihe funktioniert und welche Chancen und Risiken die Anlage in einer Aktienanleihe mit sich bringt, erfahren Sie in diesem Video. Wir betrachten eine Aktienanleihe, die sich auf die ABC-Aktie bezieht und eine Laufzeit von einem Jahr aufweist. Am Emissionstag der Aktienanleihe notiert die ABC-Aktie an der Börse mit 50 Euro. Der Basispreis der Aktienanleihe wird auf 40 Euro festgelegt. Er ist bei Laufzeitende für die Ermittlung der Rückzahlung entscheidend. Die Aktienanleihe bietet einen Zinssatz von 5% per anno. Somit erhalten Anleger für einen Nennbetrag von 5.000 Euro am Rückzahlungs- und Zinstermin unabhängig von der Aktienkursentwicklung 250 Euro Zinsen. Beachten Sie aber, dass Ausgabeaufschläge und Depotgebühren sich zulasten Ihrer Rendite auswirken. So fällt bei Erwerb einer Aktienanleihe häufig ein Ausgabeaufschlag an. Beträgt dieser zum Beispiel 0,5%, müssen Sie also bei einem Nennbetrag von 5.000 Euro noch 25 Euro Ausgabeaufschlag, also zusammen 5.025 Euro zahlen. Für die Verwahrung der Aktienanleihe bei Ihrer Bank fallen weiterhin Depotentgelte an. Die Aktienkursentwicklung bestimmt die Rückzahlung. Liegt der Kurs der Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Basispreises der Aktienanleihe von 40 Euro, dann erfolgt die Rückzahlung des vollständigen Nennbetrags zusätzlich zur Zinszahlung. In diesem Szenario können die Anleger die Maximalrendite der Aktienanleihe realisieren. Sie haben jedoch die Kosten, wie zum Beispiel den Ausgabeaufschlag und die jährlichen Depotgebühren zu tragen, welche zu einer geringeren Rendite führen. Sollte der Schlusskurs der ABC-Aktie am Bewertungstag dagegen unterhalb des Basispreises von 40 Euro liegen, dann erfolgt anstelle der Rückzahlung des Nennbetrags die Lieferung einer Anzahl von ABC-Aktien, die durch das Bezugsverhältnis definiert ist. Auch hier sind der Ausgabeaufschlag sowie die jährlichen Depotgebühren zu beachten. Das Bezugsverhältnis errechnet sich als Quotient aus Nennbetrag und Basispreis. Die beispielhafte Aktienanleihe mit dem Nennbetrag von 5.000 Euro und einem Basispreis von 40 Euro bezieht sich demnach auf 125 Aktien. Werden die gelieferten 125 Aktien zu einem Kurs unter 40 Euro verkauft, dann erlösen Anleger nicht mehr den gesamten investierten Nennbetrag, sondern einen geringeren Wert. Zusätzlich fallen Transaktionskosten für den Verkauf der gelieferten Aktien an, welche den Verkaufserlös weiter verringern. Die erhaltenen Zinsen können die bei Verkaufskursen unter dem Basispreis entstehenden Verluste in begrenztem Umfang kompensieren. Wer also 250 Euro Zinsen erhalten hat und seine erhaltenen Aktien zu mindestens 38,61 Euro verkauft, der realisiert keine Kapitalverluste. Er erlöst zunächst 4.826,25 Euro. Von diesem Bruttoerlös werden noch Veräußerungskosten in Höhe von 1% des Kurswerts, also 48,26 Euro, sowie ein Börsenplatzentgelt von 2 Euro, insgesamt also 50,26 Euro, abgezogen. Der Nettoerlös beträgt dann 4.775,99 Euro. Zuzüglich der Zinszahlung in Höhe von 250 Euro ergibt sich also wieder der gezahlte Nennbetrag von 5.000, inklusive des Ausgabeaufschlags von 0,5%. Eventuell darüber hinaus entstehende fremde Kosten und Auslagen sowie die jährlich anfallenden Depot- und Verwaltungsgebühren müssen ebenfalls berücksichtigt werden, da sie den Verkaufserlös vermindern.
Bei Verkaufskursen unter 38,61 Euro übersteigen die Kapitalverluste die Zinserträge. Im schlimmsten Fall, bei einer wertlos gewordenen Aktie, realisieren Anleger einen Totalverlust. Wie kann man verschiedene Aktienanleihen miteinander vergleichen? Bei der Gegenüberstellung von Aktienanleihen auf verschiedene Aktien gilt grundsätzlich: Je höher die Schwankungsbreite, also die Volatilität einer Aktie, desto höher ist auch das Risiko, dass die Aktie am Bewertungstag unterhalb des Basispreises notieren kann. Aktienanleihen auf sehr schwankungsintensive Aktien tragen folglich in der Regel einen höheren Zins per anno. Wer sich für eine bestimmte Aktie entschieden hat, sollte bei der Auswahl des passenden Basispreises grundsätzlich beachten, dass der Zins per anno umso höher ausfällt, je höher der Basispreis liegt. Je höher aber der Basispreis, desto höher ist auch das Risiko, dass die Aktie am Bewertungstag unterhalb dieses Basispreises notiert und Aktien geliefert werden. Wer also wie im Beispiel einen Basispreis unterhalb des aktuellen Kursniveaus der Aktie wählt, kann auch bei leicht fallenden Kursen eventuell noch ein positives Anlageergebnis, also Rückzahlung des Nennbetrags zuzüglich Zins, erzielen. Während der Laufzeit wirken verschiedene Faktoren auf den Preis der Aktienanleihe ein. Wertmindernd können sich fallende Aktienkurse und eine steigende Schwankungsbreite oder Volatilität auswirken. Außerdem führen ein steigendes Marktzinsniveau oder eine Verschlechterung der Bonität des Emittenten der Aktienanleihe zu fallenden Preisen. Anleger tragen das Risiko der Insolvenz des Emittenten. Im schlimmsten Fall führt dessen Zahlungsunfähigkeit zu einem Totalverlust. Umgekehrt können diese Faktoren zu steigenden Preisen für die Aktienanleihe führen. Steigende Aktienkurse und eine fallende Schwankungsbreite oder Volatilität hat einen positiven Preiseffekt. Ebenso wie ein fallendes Marktzinsniveau oder eine Verbesserung der Bonität des Emittenten. Hinsichtlich ihrer Dauer und Wirkungsrichtung können sich diese Faktoren gegenseitig verstärken oder auch aufheben. Vertrauen Sie daher nicht darauf, dass Sie zu jedem Verkaufszeitpunkt Ihren Einstandspreis erzielen können. Alle unsere Aktienanleihen finden Sie auf unserer Website www.xmarkets.de. Hier haben Sie Zugang zu unseren aktuellen Neuemissionen, sekündlich aktualisierten Echtzeitpreisen und allen relevanten rechtlichen Dokumenten.